Diesen Straßenlärm haben die Gänselmeyers jeden Tag vor ihrem Haus. Es ist das Ende der Autobahn, die mitten hinein nach Starnberg führt, mit über 40.000 Autos pro Tag, die hier fahren. Als der Großvater das Haus 1949 gekauft hat, gab es hier nur ein Moor, Wiesen und eine unbefestigte Straße. Letztendlich hat sich die Situation, wie sie heute ist, so verfestigt, aufgrund der Tatsache, dass man im Zuge der Olympischen Spiele die Autobahn quasi mitten in der Stadt hat münden lassen und sich damals keine vernünftigen Gedanken gemacht hat, wie man den Verkehr aus der Stadt raushält. Es ist momentan wahnsinnig gefährlich für unsere Kinder, es ist auch wahnsinnig schmutzig. Die Luft und das Verkehr lassen uns einfach keinen Raum zum Atmen, keine Luft zum Atmen. Also nehmen Sie es jetzt selbst in die Hand, denn zu lange schon warten Sie auf Lösungen. Starnberg treibt das Verkehrsproblem seit 30 Jahren um. Die Bürger sind darüber in mehrere Lager zerstritten. Lange Jahre setzte der CSU-Bürgermeister auf einen Tunnel in der Stadt. Eine Genehmigung oder gar die Finanzierung sind aber bis heute nicht gesichert. Die neue Bürgermeisterin von einer freien Wählergemeinschaft setzt auf die Umfahrung der Stadt. Wenigstens die sogenannte Westtangente könnte schon bald Entlastung bringen. Aber da tut sich auch nichts, sehr zum Ärger vieler Starnberger. Denn eigentlich, sagt die Bürgerinitiative Pro Umfahrung, könnten die Bauarbeiten längst laufen. Die Westumfahrung ist nicht nur geplant, nicht nur festgestellt in der Planung, nicht nur genehmigt, sondern auch die Mittel stehen zur Verfügung, dass man sofort hätte beginnen können im letzten Jahr. Also haben rund 100 Starnberger am Wochenende zu Schaufel und Motorsäge gegriffen. Symbolischer Baubeginn als Protestaktion. Auch Hanna Gänselmeier hat sich der Aktion angeschlossen. Wir freuen uns, dass auch so viele Leute dabei sind und dass wir ein Zeichen setzen konnten, alle zusammen. Viele glauben, dass der CSU-Bundesverkehrsminister und die CSU-Staatsregierung die Starnberger zappeln lassen, weil es keinen CSU-Bürgermeister mehr gibt. Ob da was dran ist? Die Starnberger jedenfalls konnten in Nachbargemeinden zuletzt erleben, wie schnell es gehen kann. Da waren die Ortsumfahrungen innerhalb von 2 Jahren fertig gebaut.